Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht's um parallelen Char. Char heißt einfach ganz viele. Und da werden wir schon dahinter kommen, um was es eigentlich geht. Es gibt ganz viele Parallelen zueinander. Ich habe euch gleich mal ein Parallelen mitgebracht. Ihr wisst ja noch, was das bedeutet. Wenn Geraden zueinander parallel stehen, dann haben sie dieselbe Steigung. Und was das mit einer parallelen Char genau auf sich hat, steht hier unten. Aber das alles in Ruhe zeige ich euch am Schluss. Zunächst einmal kriegt ihr eine kleine Aufgabe. Das heißt, wir haben hier Geradengleichungen und ihr müsst die jetzt farblich zuordnen. Das heißt, ihr zeichnet zuerst dieses Koordinatensystem mit den parallelen Geraden und dann markiert ihr farbig, welche wozu gehört. Also wenn es die obere gleich zur orangenen gehört, dann müsstet ihr die orange kennzeichnen. Eure Aufgabe ist es also jetzt abzuzeichnen, Überschrift schon mal dazu, und die Geradengleichungen, die so zu markieren, dass man weiß, welche zu welcher Geraden im Koordinatensystem passt. Jetzt auf Pause drücken, wirklich auf Pause drücken. Und weiter geht's in 3, 2, 1, jetzt. Ja, war nicht so schwer, wenn man sich jetzt das Ganze anschaut, wie das Ganze sich auflöst. Es ist klar, dass wenn das T hinten fehlt, dass es eine Ursprungsgerade ist. Also hier gehören die beiden zusammen. Und der Achsenabschnitt wählt dann quasi aus, wie die Gerade im Koordinatensystem verrutscht. Das wissen wir alles. Nun können wir diese Geraden alle zusammenfassen zu einer sogenannten parallelen Char. Was haben sie gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass die Steigung 0,5 ist. Aber das, was variabel ist, also quasi was immer wieder neu sein kann, ist das T. Das heißt, wir lassen hier das T auch variabel. Ihr wisst ja, was eine Variable ist. Da kann man Werte einsetzen. Für Y und X bekommt man Punkte. Für T den Achsenabschnitt. Und bei einer parallelen Char hat man quasi jetzt dieses T hier hinten variabel. G von T sagt man deswegen eben nicht mehr gerade von X, weil es eben nicht mehr in Abhängigkeit von X ist, sondern von T. Es ist natürlich auch noch abhängig von X. Das ist aber jetzt, weil man von einer parallelen Char spricht, eben abhängig von T, weil man es dann eben recht viele oder unendlich viele sogar zeichnen kann. Alle haben dieselbe Steigung. Und das, was hier unten steht, ist nichts anderes als das hier noch allgemeiner geschrieben. M0 heißt so viel wie, das ist eine feste Steigung. In dem Fall war es als Beispiel 0,5. In anderen Beispielen können es andere sein. Und das T ist variabel. Was haben wir also heute gelernt? Wir wissen, was eine parallelen Char ist, nämlich ganz unendlich viele Parallelen. Die Steigung ist bei allen diesen Geraden gleich, nur der Y-Achsenabschnitt, der ist variabel und kann variieren. Und wir haben ein paar Beispiele kennengelernt, aber in den Aufgaben werden wir es noch andere kennenlernen. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.